Heute bei Blond höre ich zu Gast einer der verrücktesten Sportler der Welt. Ich meine, wer steigt schon auf ein Motorrad ohne Bremsen, fährt im Kreis auf Sand bei 130 km/h und ist so permanent am Sliden? Blondhörig. Die Lifestyle-Show mit den Genies unserer Zeit. Aus dem Globana Village. Von der Ladies Academy. Hier ist Diana Schell. Und hier ist er, Weltmeister im Speedway, Martin Smolinski. Wow. Das ist mal ein Auftritt. Martin, das, also, ich bin begeistert. Martin, mein Lieber, ich freue mich total, dass du da bist. Ja? Und dann auch gleich noch mit Bike. Diese Lautstärke ist ja unfassbar. Ja? Aber ich würde gerne auch gerade am Anfang mal für diejenigen, die mit Speedway gar nicht so richtig was anfangen können, ja, haben wir ein bisschen was vorbereitet, dich mal richtig hier in Action sehen. Ja? Und ich meine, erklär mal so ein bisschen, was läuft da jetzt gerade so richtig ab bei euch? Nein, wir haben Motorräder 80 PS, 80 Kilo, Leistung 1:1, Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,2 bis 2,6. Sekunden. Wir haben keinerlei Bremsen. Ich meine, wir fahren Ellerbogen, Ellerbogen, Rad an Rad. Ich meine, es ist hundertprozentige Körperbeherrschung. Ich meine, es ist no brakes, no fair, no limits. Und vor allem, ich meine, ihr seid wirklich immer so am Sliden. Das ist ja, das ist doch Wahnsinn. Eine Kraftanstrengung, das ist ja... Ja, nur quer ist schwer. Quer ist schwer. Also, mein Lieber, hier ist wirklich keine Bremse dran. Ich muss echt noch mal so fraulich fragen, ja? Wie kommst du zum Stehen, mein Lieber? Ja, wir rollen halt einfach aus. Okay. Ist ganz einfach. Aber ist da nicht auch irgendwas am Schuh dran? Ja, wir haben einen Stahlschuh. Wir haben hinten einen stehen hier unten. Oh. Können wir ganz kurz anschauen? Ja, sehr gerne. Sind das jetzt deine echten Sachen? Das sind meine echten Sachen. Das ist ja, ich bin hier. Nein, wir fahren hier, nachdem wir immer links rumfahren, wir haben hier einen Stahlschuh. Es ist ja, ja, der Fuß wird links leicht abgesetzt, um zum Sliden, dass einfach ein gutes Gefühl zum Boden ist. Wo ist der Boden? Wo liegt das Motorrad? Und man rutscht einfach mit der linken Seite entlang. Und ja, der ist ganz wichtig, dieser Schuh für uns. Dann ist auch das so ein bisschen die Bremse, oder? Die einzige Möglichkeit hier so ein bisschen... Die einzige Möglichkeit wirklich zum Bremsen ist eigentlich, aus dem Motorrad ausrollen zu lassen, oder man hat ja rechts auch einen Steigbügel, oder man legt das Motorrad quer. Wer schon mal viel Motorrad gefahren ist oder auch Auto, ich meine, es ist Autofahren tut, und wenn man nicht querfahrt. Und umso mehr man querfahrt, desto langsamer wird man, und durchs Querstellen des Motorrads kann ich eigentlich bremsen, aber es ist eigentlich, wir haben Ovalbahnen, wir rollen aus, und es ist ganz entspannt. So, mein Lieber, eigentlich hätte man dir jetzt den roten Teppich hier ausrollen müssen, ne? Ich muss mal wirklich sagen, was der Typ hier an Titeln hat, ist unfassbar. Also ich weiß, du bist Weltmeister. Gibt es bei dir irgendwie so eine Hall of Fame zu Hause, wo du erstmal so vorbeiläufst jeden Tag, wenn du nach Hause kommst? Ja und nein. Und dann, wow, guck mal, ich bin eigentlich recht, wie soll ich sagen, ich häng's dich ja zwar nicht an die große Glocke, aber ich bin ein ganzer Bodenständiger. Ja, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, aber ich habe zu Hause so ein kleines Man Cave, kann man so sagen. So ein bisschen, wo meine ganzen Lederkombis hängen, cool. Meine ganzen Epochen, wie ich ganz klein angefangen habe, meine Pokale in der Werkstatt speziell, wo man eigentlich reingeht, hängen meine oder stehen meine ganzen Trophäen oder die wichtigsten Trophäen. Es stehen noch viel am Dachboden oben, weil es ist schon immer viel alles abzuputzen. Aber in der Werkstatt stehen dann die ganzen Titel, was wirklich was wo war. Das ist dann so ein bisschen, ist schon schön, da zurückzublicken. Wie passiert das eigentlich? Gibt es irgendeinen Schlüssel im Moment in deinem Leben, dass du auf einmal so Motorrad fährst? Ich meine, ich habe auch einen Motorradführerschein, aber bei mir geht das ganz gediegen zur Sache. Ja? Aber du wirklich immer diesen und dann Speed und so. Was war der Auslöser? Ich habe angefangen mit 5 Jahren zum Motorradfahren, und mit 6 Jahren so mal ganz klein mal mit zum Fahren. Seit 1989, 90 dürfen ja Kinder eigentlich, früher durften ja Kinder nicht Motorrad fahren oder keinen Rennsport betreiben. Seit 89, 90 dürfen auch Kinder Rennsport betreiben. Ich hatte dann die erste Clubsport-Jugendlizenz und habe es eigentlich als Kleiner auf Bayerisch gesagt, als Hosenscheißer angefangen zum Motorradfahren. Und ich hatte den Traum, den Willen, den Weg. Ich lebe das Leben am Risiko, ich bin am oberen Limit, ich riskiere mein Leben. Aber ich glaube, wenn man diese Bist du dir Sport dessen immer bewusst? Ja, bin ich. Ja. Macht man sich vor jedem Rennen sowas bewusst oder ist man dann doch fokussiert und eben als Sportler irgendwie, da geht es jetzt nur um Sieg und alles andere wird Ich sag mal so, man denkt nicht an die Angst, aber man hat Respekt.
Ich betreibe den Sport jetzt seit 16 Jahren hauptberuflich und das erste Mal, dass ich fast ein ganzes Jahr ausfalle. Also mal so 2-3 Wochen mit einem Knochenbruch oder ein paar Prellungen. Jetzt sind wir dabei. Komm, erzähle. Weil ich habe es auf Instagram verfolgt, ja, und das war schon wirklich brutal, ne? Also die Bilder, die man da gesehen hat. Was war da eigentlich alles kaputt? Ich dachte, den Mann kriegt nie wieder jemand zusammen, aber in Leipzig haben sie dich wieder zusammen. Ich habe es geschafft. Das war ganz gut. Es war Ende des Tages, der Körper war müde. Ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat zu viel Spaß gemacht. Man hat es ein bisschen übertrieben. Man und hat sich zu viel gefreut. Ist es passiert? Bin dann ganz dumm, sage ich mal, beim Kurveneinlenken in die Ecke rein, sage ich mal, ist mir das Hinterrad abgehauen und habe mich 180 Grad gedreht und bin dann fast frontal oder eher gesagt mit meinem Fuß in der Wand eingeschlagen. Mir hat es an Oberschenkel neben meinen Körper geschoben. Also stand dann alles ein bisschen nicht ganz so, wie es sein sollte. Und ja, aber ich meine, es ist der Rennsport, das gehört mir dazu, aber ich muss Dankeschön an die Doktoren, also speziell hier in Leipzig, es ging dann recht, recht schnell. Absolut, und dass du jetzt hier wieder so in dieser Verfassung stehst, muss ich wirklich sagen, ich hätte es nicht vermutet. Ja, also der Doktor hat auch sehr zufrieden, es ist die erste Aussage war 70% Laufen, 30% Rollstuhl oder Krücken. Und für das bin ich recht zufrieden. Es ist, der Plan ist, ich habe dieses Jahr leider alles streichen müssen, aber wir greifen 2021 wieder ganz fleißig an. Ich war vor ein paar Tagen schon wieder beim Testen, beim Trainieren und habe mich wieder richtig, richtig wohl auf dem Motorrad gefühlt. Und Das glaube ich. Und da muss es auch Spaß. Losgehen. Ne? Nein, also du hast auch wirklich Rennen und Benzin im Blut, wie man das so schön sagt, oder? Ohne geht doch gar nicht. Nein, man muss es leben. Es geht nicht ohne. Es muss Leidenschaft, es ist ganz viel Leidenschaft mit dabei. Ich meine, wenn man als kleines Kind da anfängt, man macht sein Hobby zum Beruf und ich meine, man ist die Nummer 1 von Deutschland, man ist zwar in einem Fahrwasser drin, aber es ist einfach, ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich diese Woche beim Testen so riesig gefreut, wie ein kleines Kind wieder auf dem Motorrad zum Sitzen, weil was fehlt. Und pass auf, wir haben jetzt was Schönes für dich vorbereitet, ja, ich meine, normalerweise immer wirklich sehr hardcore für dich, wir sind hier ein kleines süßes Kuschelformat und du darfst dich wohlfühlen, deswegen wirst du jetzt gleich ganz entspannt, aber auch ein sehr, sehr geiles Rennen fahren. Bist du bereit? Bin dabei. Okay. So, Martine, ich habe ein bisschen was vorbereitet hier im Studio. Für dich ein extra Short-Track-Parcours, ja, ins Studio gezimmert. Geil. Du siehst die zwei Höllengeräte, auf denen wir gleich durchs Studio düsen. Also, ob ich die reiten kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Es geht hier um genau diese beiden Hindernisse, die wir hier nochmal reingestellt haben. Das ist die Ziellinie. Wir machen einen Le Mans-Start, starten also hier, rennen auf die Gefährte und dann geht's los. Wer der Schnellste ist, der gewinnt. Alles klar? Okay. Und was kriegt dann der Gewinner? Der Gewinner, sehr schöne Sache. Und zwar der gewinnt, darf auf seinem Instagram-Profil dein schönes Fanpaket verlosen. Geil. Für seine Fans. Und das finde ich natürlich echt toll. Was da alles drin ist, ist Wahnsinn. Also T-Shirt, glaube ich. Kappal, für Männer, für Frauen Damen, übrigens. Von allem ein bisschen was. Okay, also das ist richtig toll. Entweder auf dem Profil von Martin oder auf dem Profil von Blondhörig. So, das Wichtigste bei einem Autorennen allerdings fehlt noch. Naja. Die Grid Girls. So ist es. Und wir haben ein Grid Girl. Sabine, da ist sie. Wow. So, Sabine, du darfst gleich schon mal hier an die Ziellinie. Du schwenkst bitte unseren Gewinner ab. Und ich würde sagen, wir sitzen mal ganz kurz Probe. Mal Probe sitzen. Ja, du hast bestimmt schon mal einen Testfahrt gemacht. Nicht. Hundertprozentig. Also, es wird speziell. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Nee, ist gar nicht so einfach hier. Wie fühlt es sich an? Schwierig. So muss es sein. Okay, mein Lieber, komm. Es geht los. Unser Startsignal kommt von Andi, Aufnahmeleiter. Und ich würde sagen, wir nehmen mal beide hier so unsere Le Mans-Position ein. Ich bin bereit, du auch? Top, die Wette gilt, oder? So ist es. 3, 2, 1, go! Ich war kurz vor dem Fehlstart, verdammte Scheiße! Ah! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Ich komme doch aus dem Fenster! Das überholt mich außen hier! Aber ich muss sagen, ich habe natürlich auch keinen Unfall vorher gehabt! Yeah! Mein Lieber, ich meine ehrlich, du bist gehandicapt, hattest vor kurzem noch einen Unfall, dass du überhaupt diesen Mist mitmachst. Aber ich geil, danke Spaß muss sein. Dir! Dankeschön. Ich gratuliere, hochachtungsvoll, wirklich. Respekt, hey, so ein schnelles Ding hier so rumzufahren, da muss ich noch was lernen. Ich muss ja sagen, ne? Und das Schöne für alle Fans jetzt also, bei Blondhörig gibt es eben das Fanpaket von dir demnächst. Freue mich drauf. So. Was ist denn eigentlich das Schönste für dich am Speedway fahren?
Boah, das Schönste ist eine ganz schwierige Frage, eigentlich das Gesamtpaket. Es ist, man bekommt, speziell für mich als Zuschauer, wenn man auch zuschaut, alles mit. Mhm. Egal in anderen Motorsportarten, ist es ja hauptsächlich, man sieht den Start, dann wird es langweilig. Bei uns im Sport haben wir wirklich alle 2 Minuten Action, 2-Minuten-Takt. Das ist, der Zuschauer bekommt alles mit. Und es ist das Schönste, es ist fast wie Golfen bei uns, das Motorradfahren. Es ist noch du und die Maschine, wir haben keinerlei Elektronik. Es geht wirklich dein eigener Körper, die Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und ich habe keine Elektronik, wo ein Mechaniker draußen hockt und irgendwas umgestellt, sondern es ist wirklich noch Der Vergleich mit Golf ist natürlich krass. Ich meine, Golf ist für mich ja gar kein Sport. Die laufen einfach nur so. Aber die haben auch keine Elektronik. Es ist nur der Spieler und sein Ball. Ja. Und er kann sich nicht beschweren, hier Technik war schlecht. Das ist bei uns eigentlich fast das Gleiche. Es ist doch sehr, sehr altmodisch noch. Aber sehr anstrengend, oder? Also ich meine, du musst dich hier richtig fit halten, oder? Jetzt mal ohne Mist. Es ist sehr anstrengend. Also es ist, wir fahren ja eigentlich immer nur am Renntag 5 oder 7 mal 4 Runden. Aber wir fahren wirklich doch auch dann diese 4 Runden auf 120%. Mhm. Und viele Leute lachen dich am Anfang mal aus. Früher oder später wirst du auch mal eine Runde fahren, da bin ich mir sicher. Und dann wirst du merken, wie anstrengend es ist. Meinst du mich gerade? Ich werde auch mal fahren. Ja, willst du mich mal einladen? Ja, klar, laden wir nicht mal ein. Es ist geil. Schon die nächste Blonde und Hörig, schon machen wir dann bestimmt auf der Rennbahn. Also ich nehme dich mal Wort, mein Lieber. Das würde ich gerne mal machen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dann wirklich bremsen kann. Weil ich brauche dann diesen bestimmten Schuh. Ich glaube ganz ehrlich, du hast dann so viel Respekt, du fährst dann gar nicht so schnell. Das ist dann gar nicht so schlimm. Aber rein dieses Adrenalin, das Fahren, Körperbeherrschung und wirklich das Motorrad wirklich als am Limit zu bewegen. Es ist Querfahren, Ellenbogen, Rad an Rad. Es ist einfach, es ist faszinierend. Jetzt lass uns mal zu deinem Trainingspensum kommen, weil ich meine, irgendwie musst du dich ja fit halten. Da reicht es ja nicht nur, auf dem Bike zu sein, weil ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja eine relativ einseitige Belastung, oder? Da musst du doch auch irgendwie körperlich dagegen steuern mit Training. Gut, man macht viel Ausgleichssport, es ist viel Grundlagenausdauer. Ich sitze viel auf dem Rennrad, also jetzt speziell im Winter. Gut, bei mir durch meine Verletzung hat sich alles jetzt ein bisschen verschoben. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben nach meiner Verletzung im Oberschenkelbruch, weil ich einfach zu viel wollte und der Körper halt ein bisschen auf Bock gegangen ist. Aber normal habe ich einen ganz normalen, einen sehr strukturierten Fitnessplan zwischen 4 und 6 Mal die Woche. Im Winter viel Grundlagenausdauer, Balanceübungen, fast alle Übungen, was ich mache mit sehr wenig Gewicht, viele Wiederholungen auf dem Kreisel, einhändig, einbeinig, einfach viel, also viel motorisch halt einfach zum Arbeiten. Es geht ja nicht, ich will ja nicht so ein Muskelbrot sein, ich muss ja auch sehr gelenkig sein. Das war ja hinderlich, und, also eigentlich leicht sein, trotzdem Ausdauer haben und eigentlich ein Muskelpaket sein, oder? Ja, man muss entspannt sein. Es ist, sobald man angespannt ist, funktioniert es nicht. Das glaube ich dir. Wie bist du eigentlich privat aufgestellt? Bist du vergeben? Ich habe seit 11 Jahren eine wunderbare Lebensgefährtin. Oh, wow. Wir haben gemeinsam, also wir sind eine kleine Patchwork-Familie. Sie hat 2 Mädels mitgebracht und wir haben jetzt noch einen kleinen Jungen bekommen. Es ist der Ludwig jetzt 1 Jahr alt. Die Mädels sind schon, die Mona ist 13 und die Große ist schon 16. Also wir haben schon auch die Pubertät im Haus, aber wir arbeiten wirklich ganz, ganz gut zusammen. Es macht einfach Spaß. Es ist natürlich jetzt, wenn noch ein kleiner Mann im Haus ist, hat sich alles ein bisschen umgedreht, aber es macht schon richtig Spaß. Ja. Und hat sie manchmal so Angst um dich? Ich meine, die weiß ja um die Gefahren auch ganz genau Bescheid, ne? Und kriegt das so mit, wie das auch dann in den Schmerzen und so mit dir weiterläuft. Das ist schon hart, auch für eine Frau, oder? Ja und nein. Es ist gut, wir sind jetzt seit 11 Jahren beieinander und die letzten 11 Jahren ist mir nie wirklich was Schlimmes passiert. Klar, ich habe mir mal ein Bein gebrochen, man ist dann kurz im Krankenhaus, aber halt nicht irgendwie, oder mal eine Schulter-OP, aber das waren alles, ich sag mal, man sagt jetzt, man hat, das waren Lappalien. Wenn man sagt, gut, ich lasse mir schnell meine Schulter operieren, ich bin übermorgen wieder zu Hause, ob ich jetzt seit 5 Tagen auf Rennen unterwegs bin oder mal 3 Tage nicht zu Hause, ist der Unterschied nicht ganz so groß. Aber unterm Strich, ich meine, es ist der Rennsport, sie hat mich so kennengelernt und sie hat mich so lieben gelernt. Das ist, ich meine, that's life, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, werde ich ausrichten. Und aber ich muss wirklich auch Dankeschön sagen, so eine wunderbare Frau hinter meinem Rücken stehen zu haben, das ist schon schön. Ja. Und ich klopfe jetzt mal hier auf Holz und zwar dafür, dass es dir schnellstmöglich wieder besser geht. Dankeschön. Und dass du wieder richtig Rennen fahren kannst, weil das brauchst du wie die Luft zum Atmen. Und weißt du, was bei dir auch so richtig durchkommt? Diese Begeisterung, ja? Und das ist übrigens, du bist der Sternzeichen Schütze. Auch da guckt man als Frau mal gerne, ja? Und das ist total typisch für einen Schützen, ne? Also begeisternd zu sein, viel zu erleben. Und der Schütze hat so ein schönes Lebensmotto, warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich will wachsen, ich suche.
Hab ich gelesen. Passt das irgendwie? Liest du da was doch schon. Also ich will immer wachsen. Ich habe schon immer mal, also ich setze mir sehr oft neue Ziele, wo ich mir aber auch, was auch als Mensch, sage ich mal, wenn ich kein Ziel habe, habe ich ein Problem. Also gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war jetzt auch vor einiger Zeit ein bisschen so, man fällt in den Tief. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte ja dieses Jahr wieder im Spiel Grand Prix fahren, also in der Weltmeisterschaft, also das Höchste, was es bei uns im Motorsport gibt. Dann kam dein Unfall und Corona dazu. Ganz genau. Dann wollte ich ja noch sehr zeitnah oder sehr schnell wieder fit werden. Die Regeneration ging alles sehr schnell und nach der Reha hat es doch nicht ganz so gut funktioniert, wie es sein hätte sollen. Und ich bin in so einen kleinen Tief gefallen, weil ich hatte eigentlich kein Ziel mehr. Ja. Und jetzt ist ein Ziel wieder da? Jetzt ist ein Ziel wieder da. Ich will 2021 wieder voll angreifen. Ich fühle mich wieder sehr wohl auf dem Motorrad. Das ist einfach auch, aber im Moment, glaube ich, in der derzeitigen Lage müssen wir alle allgemein schauen, auch alle Vereine zusammenhelfen, alle Firmen. Jeder muss wirklich vielleicht ein bisschen einen Rückschritt machen und schauen, dass es weitergeht. Wir haben ja auch Probleme mit vielen Sportveranstaltungen. Dieses soziale Leben ist ja komplett abgebrochen. Es ist ja, wir müssen, glaube ich, anfangen mit Corona zum Leben. Wir müssen akzeptieren, es ist gefährlich, aber wir müssen akzeptieren, damit zum Arbeiten und schauen, dass das normale Leben weitergeht. Steht denn ein Rennen tatsächlich schon per Datum Bescheid oder ist da jetzt auch eben wegen Corona noch alles in Schwebe? Ich muss sagen, ich hätte jetzt kommende Woche Samstag schon also in Landshut noch ein Rennen fahren können. Ehrlich? Aber wir fahren ohne Zuschauer. Derzeit dürfen 1000 Zuschauer kommen. Also es hätte in Deutschland wieder ein bisschen was funktioniert. Aber für mich persönlich haben wir beschlossen, wir legen alles komplett auf Eis für 2020 und 2021 wieder zu 120% angreifen. Denn ich möchte nicht hinterherfahren. Ich meine, wenn ich hier mitmischen will, dann will ich schon dann richtig mitmischen. Dann willst du vorne sein, keine Frage. Ich meine, hier sitzen Weltmeister, ne? Und da gibt es natürlich immer nur Sieg, oder? Also Sieg, nicht immer Sieg, aber keine halben Sachen. Entweder gescheit oder gar nicht. Ich meine, es ist entweder macht man es gescheit oder gar nicht. Und mit halben Sachen fangen wir gar nicht an. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht so, wie ist das mit Boxenludern in eurem Business, in eurem Metier? Gibt's da sowas? Ich meine, ein tolles Grid Girl hatten wir, wobei die Sabine ist eine gute. Aber wie ist das, Boxenluder? Nice. Boxenluder gehört mir dazu. Aber es werden ja auch aus vielen, man blickt jetzt ganz extrem zurück, es werden ja auch aus manchen Boxenludern werden ja auch sehr erfolgreiche Frauen. Also es kann ja alles mal passieren. Also in allen Himmelsrichtungen, wenn man zum Beispiel blickt, Ralf Schumacher, die Corinna damals, war ja so in den alten Zeiten, war ja so die Art und Weise vom Boxenluder zum... Ja. Sie ist ja dann mal selber gefahren, aber so erfolgreich war das jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja, man muss ja nicht erfolgreich sein, aber sie hat eine gute Show gemacht, die Show Must Go On. Gehört auch dazu. Ja, gehört auch dazu. Was fährst du eigentlich privat? Fährst du privat überhaupt Motorrad oder dann nur Auto? Ja, ich fahre privat schon ein bisschen Motorrad, aber eigentlich ganz, ganz entspannt. Also eigentlich hauptsächlich Oldtimer. Ich bin recht aktiv, in einem Oldtimer-Museum. Komplettes Gegenteil, ganz entspannt. Fahre im Sommer gerne eine uralte Vespa von 1960, einfach so ganz gechillt. Toll. Also, aber das eine oder andere Mal, ich bin gelernter Zweiradmechaniker und habe noch einen sehr, sehr guten Draht zu meinem alten Chef. Wir sind heute noch sehr gut befreundet. Ja. Und wenn halt irgendein neues Modell kommt, dann setze ich mich schon mal gern drauf. Aber auf der Straße, sage ich mal, fahre ich lieber sehr gechillt. Kannst du von deinem Sport richtig gut leben? Ja, ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Du hast auch mega viele Sponsoren, ne? Ich habe ein gutes Team hinter mir stehen. Ich kann auch wirklich Dankeschön sagen. Ohne meine Sponsoren könnte ich den Sport nicht betreiben. Mhm. Ich kann aber auch ganz ehrlich sagen, dieser Sport ist nicht ein Sport, wo ich wie ein Fußballer nach dem Sport ausgesorgt habe. Ich habe immer ein zweites Standbein am Boden. Ich betreibe schon seit ein paar Jahren, bin freier Ölvertreter, Handelsvertreter für Motorenöle. Habe jetzt angefangen, viel Motorenrestaurierungen, Motorentuning, also viel selber vorzubereiten. Ich habe 10 gut funktionierende Hände, die was, glaube ich, nach meiner Karriere ganz, ganz gut funktionieren. Also man muss bei uns im Sport schon schauen, dass auch nach der Karriere wirklich was, dass ein Grundstein gelegt wird. Und wir werden jetzt mal gucken, was deine Fans so noch von dir wissen wollen. Mhm. Wir haben nämlich ein paar Zuschauerfragen, die mir der Andi jetzt hier reinreicht. Ich kenne keine von denen. Bin ich mal gespannt. Also ich auch. So, Martina aus Leipzig fragt, bist du ein Romantiker mit Kuscheln und auf der Couch und so? Überhaupt nicht, glaube ich. Also ich bin mal gern romantisch, also ich gucke schon mal selten, aber ich bin nicht so ein Couch-Potato, also ich bin auch immer so ein bisschen was zum Tun. Und du hast Hummel im Hintern. Ja, habe ich ein bisschen. Und meistens, wenn ich auf der Couch liege, schlafe ich ein. Nee, weil dein Tag wahrscheinlich auch vollgepackt ist, oder? Meistens, du timest doch bestimmt alles total durch. Ja, es ist jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so, aber es kommt wieder, ich habe einfach ein bisschen auf meinen Körper hören müssen, aber ich bin schon ein sehr, sehr strukturierter, ich bin sehr deutsch. Ja, dann hören wir mal, was hier Kai aus Mannheim wissen will. Gefühlt bist du nur unterwegs.
Kannst du überhaupt nichts tun? Ey, guck mal, die Frage passt ja hier wie die Faust aufs Auge. Ich kann auch nichts tun. Es ist einfach mal richtig Spaß, einfach mal nichts zum Tun. Ich gehe gerne mit dem Hund spazieren. Ich habe einen Schäferhund, eine sechsjährige Schäferhündin, sage ich mal, einfach mal spazieren gehen, raus in den Wald, das Handy zu Hause lassen und einfach mit dem Hund spazieren zu gehen. Einfach mal die Natur genießen und es ist so, oder vielleicht einfach mit der Frau ganz entspannt am See zum Liegen und stundenlang Steine werfen und der Hund holt ihn zurück. Also, Kai, er kann. So, Sandra jetzt aus Berlin. Bekommst du online eindeutige Nachrichten und Bilder von Fans, / Frauen? Wie reagierst du? Bekam ich früher sehr oft. Aber ich muss sagen, es bleibt jetzt bei mir einfach links liegen, weil es einfach, ich sehe keinen Sinn mehr darin oder ich sag mal mehr darin. Ich habe wirklich eine wunderbare Frau an meiner Seite und es ist mal interessant, wenn sowas kommt oder man schaut sich schon an, aber ich meine, es ist Schuster, bleib bei deinen Leisten und ich weiß, wo ich hingehöre. Ich finde das toll, bleib so. Also ich finde das großartig, ja. Auch das ist ja, hat sich sehr geändert in der heutigen Zeit, ne? Also weil eben so viele Angebote da sind und viele, habe ich so das Gefühl, ja, bekomme ich. Ich sehe das heutzutage ein bisschen anders. Man wird ja oft auch sehr stark geblendet. Mhm. Es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, Porter, auf Instagram, das ist ja, wer ist denn das? Und im echten Leben erkennt man sie gar nicht. Also, das ist mir allerdings kommt sehr oft vor. Und da muss ich sagen, in der heutigen Zeit, ich meine, gut, man kann ja, jeder hat sein Photoshop, jeder hat einen Filter, man kann ja alles Mögliche verändern, man kann ja alles ein bisschen aufpumpen und in echt denkt man, kennt ich gar nicht. Das ist dann schon, und das ist dann eigentlich, finde ich schade, weil ich glaube, man sollte schon als Mensch immer noch Mensch bleiben, Mensch sein und man lügt sich ja oft dann nur selber an. Das ist dann. Mhm. René aus Köln möchte gerne noch wissen, welcher Beruf würde dich noch reizen? Mein Beruf ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe für mich war es eher die Frage früher. Ich bin als jugender Kind sehr viel Ski gefahren. Ich habe mich früher entscheiden müssen, entweder Skifahren oder Motorradfahren. Aber rein, wenn ich jetzt beruflich denke, ich habe ja einer der wenigen Profisportler. Ich habe in jungen Jahren einen Beruf erlernt. Ich bin gelernter Motorradmechaniker und ich bin dieser ganzen Schrauberei, dreckige Hände zeitweise einfach schon sehr hängen geblieben. Ich schraube für mein Leben gerne. Ich laufe am liebsten mit Arbeitsklamotten oft dran, wo man oft gar nicht vorstellen kann. Mhm. Ich arbeite auch gern hart und viel und baue gerne Oldtimer zusammen, arbeite im Automuseum Adelkofen, schraube da viele Sachen zusammen, fahre gerne mal alte Autos, also habe da immer schon, Oldtimer, Motorsport ist mein Leben, aber auch der Sport oder auch der Beruf, den jugendlichen Kindern ein bisschen das Leben weiter beizubringen und die zum Motorsport zu bringen. Martin, du bist so ein sympathischer Typ, ja? Und wir wollen sie nicht übertreiben. Nee, bist du wirklich. Und alles, alles Gute für dich. Dankeschön. Ja? Auf dass du bald schnellstmöglich wieder auf deiner geliebten Rennbahn zu Hause bist, ja? Und die nächsten Titel absahnst, so lang wie möglich. Ein langes, glückliches Leben mit deiner Familie hast. Und also bitte wirklich gerne liebe Grüße ausrichten. Und jetzt haben wir noch ein kleines Geschenk für dich von Waterdrop. Übrigens, du hast ja hier schon getrunken. War es lecker? Schmeckt super, super gut. Weil das kriegst du jetzt geschenkt. Von Waterdrop. Hier schon mal die nächsten tollen Sorten. Dankeschön. Das kann ich dir. Muss ich probieren? Das ist toll. Ja, das kannst du einfach so ins Wasser geben, ohne Zucker und schmeckt, wie du gesehen hast, sehr toll und sehr lecker. Hier noch eine schöne Karaffe Dankeschön. Dazu. Und noch was Schönes, ein bisschen Schmuck ist auch noch dabei. Also Dankeschön. Genieß es. Freut mich. Dankeschön. Also jetzt danke, genießen. Dass du bei Dankeschön. Uns warst. Und jetzt können wir noch richtig schön Musik genießen. Ich freue mich total. Hier ist Maike Lindemann.
Wahnsinn! Also wie machst du das? Das ist ja unfassbar. Meine Liebe, komm, wir stoßen erstmal an. Wir haben ein bisschen was Leckeres mitgebracht, ja? Also zum Wohl. Und sag mal, wann kann man dich vielleicht demnächst mal irgendwo wieder sehen? Ich habe jetzt kein Mikro, ne? Aber Ende Januar. Genau, Ende Januar im UT Konnewitz. Okay. Webseite oder Instagram, kann man dir auch folgen? Alles. Okay. Instagram, Facebook. Maike Lindemann. Genau. Ich sage danke, Maike Lindemann. Ich sage danke, Martin Smolinski. Und ich sage natürlich danke, Sabine. Du warst großartig. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liked gerne die Sendung. Abonniert den Kanal. Und ja, uns gibt es auch als Podcast. Hört da gerne rein. Ansonsten, wir sehen uns in 4 Wochen schon wieder mit nächstem Promigast. Ich freue mich. Also dann. Bei Blondhörig.